herzlich willkommen zu einer neuen Mod-Vorstellung. Ich zeige euch heute einen Scania, nämlich die alte Bude, den 110er oder auch den 140er aus dem SCS-Forum geupdatet von Antonio. Der hat den geupdatet aus dem SCS-Forum und das finde ich eigentlich gar nicht so schlecht. Warum finde ich es gar nicht so schlecht? Weil der LKW nämlich hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel, aber jetzt sollte er wieder laufen für die 140. Und das gucken wir uns heute an. Also es gibt ja auch ganz kurz ein paar Spoiler, ein paar Lampen. Und hast dich gesehen und das gucken wir uns heute an. Also 140er hier, ne? Auch mit Spoiler und Slots, alles mit dabei, so wie wir das wollen und brauchen. Gibt es dann auch mit Freislots, mit dem Bügel oder diverse Logos. Hier, das ist jetzt schwarz, ich weiß nicht so genau, ob das dann leuchtet, wenn man es nicht, ja doch leuchtet. Irgendeine Box, was mir jetzt natürlich nicht gefällt, ist schon natürlich oben schon mal das hier, weil es sollte eigentlich hell leuchten, ne? So was ich weiß. Aber das wollen wir dann mal schauen. Deshalb lasse ich das dann wahrscheinlich auch mal. Ich gucke mir jetzt mal die normale Variante an. Oder dann hier gibt es noch eine Longline-Variante. Und im Interieur sieht dann die Long-Variante so aus. Also gar nicht. Also ist einfach die Standard. Ne? Nur, dass ihr es mal gesehen habt. Varianten gibt es natürlich 4x2 Sport und eine Sport. Die Verlegung hier. 6x4 Liftachse. Oder, wie ihr sehen könnt, auch mit diesen Rigid Add-on. Was ich ganz schön finde, warum finde ich es ganz schön? Weil einfach allein schon der Aufbau hier, dieses Runde, ist einfach von damals. Ne? Mit dem Kühlaggregat sieht zwar ein bisschen klein aus, aber ist halt mit dabei. So, jetzt gucken wir mal, was hier mit dabei ist. Wir haben, achso, das ist noch eine Box mit dabei. Hinten haben wir dann noch King of the Road. Das können wir auch machen. Ich gucke mal, ob wir noch irgendwas mit dabei haben. Original und lackiert. Okay. Ah ja, guck mal hier. Guck mal, wir haben hier noch verschiedene Sachen. Also entweder eine Zisternbox, Kühler. Sieht dann so aus. Okay. Das ist die alte Box, haben wir gerade gesagt. Tanker Zement, das ist ja auch witzig. Das sieht ja auch ganz cool aus hier, ne? Zement. Tanker lackiert. Dann die Plane, da gibt es auch einen Trailer dazu, da kann man noch ein paar Lampen anbauen. Oder lackiert den hier. Also, volle Palette, da könnt ihr euch aussuchen, was ihr wollt. Ich glaube, ich werde das auch mal nehmen. Mach hier mal eine Leiter ran, da gibt es auch Leitern, gibt es verschiedene diverse Sachen. Und ein Interieurlicht haben wir hier rot. Nehmen wir mit, das ist klar. Den Spoiler lasse ich jetzt mal weg. Ich gucke jetzt mal, was ich hier noch alles anbauen kann. Im Rahmen meiner Möglichkeiten. Ah, hier kommen die Altlampen, die kann man nicht nur hier anbauen. Ne, aber die machen wir oben hin. Orange und Orange. Jetzt weiß ich gar nicht, ob das da noch hinpasst. Ach, guck mal, hier sind alte Lampen. Hier sind noch sogar noch ein paar Lampen mit dabei. Michelin-Männchen. Hätte man noch da. Aber ich weiß nur nicht genau, ob die dann hier hinpassen. Das müssen wir uns gleich mal angucken. Ja, nee, falsch. Wo sind sie denn? Da sind sie. So. Ja, aber die sind dann hier natürlich im Ding drin. Sieht natürlich doof aus. Und hier kommen sie irgendwie nicht ganz so zur Geltung. Aber komm, egal. Machen wir trotzdem. Dann mache ich jetzt hier die alten hin. Ja, diese old. So, weiß. Ja, nehmen wir so eine Orange. So, cool. Dann hier hätten noch Trötenplatz, wenn wir hier da sind. Moment, wir gucken mal. Da zum Beispiel. Die sind aber passen auch nicht ganz hin. Ich mache es jetzt aber trotzdem. Ihr könnt euch ja dann raussuchen, was ihr hier wollt. Ne? Dann gibt es Sonnenblende, gibt es verschiedene lackierte. Die finde ich eigentlich gar nicht so schlechte, die alten. Die hier. Ich mal blau. Sieht gut aus. Flaggen-DLC lasse ich mal weg. Lackiert und original. Gibt es hier so ein paar Lampen? Immer mal Plaste. Plaste ist gut. Was haben wir hier noch? Verschiedene Logos noch. Michelin-Männchen. Truck Deal, Scania V8. Genau, ich muss jetzt Scania die Farbe noch ändern. Gibt es ein Weiß. Metallic. Gibt es aber auch hier verschiedene Skins. Ne? Barbis. Also da könnt ihr dann gucken, was hier dazu passt oder was dazu gehört. Oder Standard. Ich nehme jetzt einfach mal den hier. So, was wurscht ist. So, dann haben wir das geklärt. Spiegel war klar. Gibt es auch in lackiert. Lackiert finde ich so was schöner. Hier gibt es auch noch diese Lollis. Die nehmen wir mit. Mit Spiegel oder ohne, denn dann ist hier zu. Mache ich mal zu, ne? So, machen wir nicht so. Das kann man lackiert machen. Achso, dann brauchst du hier den Spiegel, ne? So, dann hast du den Spiegel hier. Sieht man gleich viel besser. Dann lassen wir mal drin. Scania LED Blau. Oh, cool. Das gefällt. Ist hier noch Power LED in Rot? Ne, das lasse ich mal weg jetzt hier mal. LED. Und
hier noch LED. Gibt es auch noch einen Griffin. Coole Sache. Lackiert oder so. Das machen wir so. Den gibt es auch in verschiedenen Varianten hier. Da ein bisschen Plastik kommt gut hier, ne? Was haben wir hier noch? Scania. Freie Slots. Alter, da bist du ja hier blind wie ein Maulwurf, ey. Ich habe ja gesehen, da sind schon ein paar Lampen mit dabei. Hier kann man zum Beispiel das machen. Hier, das, dieses L hin machen hier für lärmarm. Der ist bestimmt voll lärmarm. So, Red Light. Ne, Red Light brauchen wir nicht. Wir bräuchten eigentlich helle, ne? Hier, Grilllampen. Grilllampen. So. Machen wir hier noch welche hin. Ist nur zum Testen. Hier hat noch ein super Logo. Ist nur zum Testen. Ist only for the test. Hier noch diverse Schmutz. Fänger. Geil. Slots. Schufa. Geil. Alles da, was man braucht. Ne? Da brauchst du gar nicht meckern. Guck mal hier, ey. Coole Sache. Obwohl mir das jetzt gar nicht so schlecht gefallen hat, das hier. Und wenn du hier dann noch die gelben mitmachst, wo sind sie? Da. Die Nebel leuchten. Cool. Ja, rück doch schon mal, ne? Hier auch nochmal Positionsleuchten an der Seite. Also ihr seht, es ist sehr umfangreich. Gestaltet hier, ich glaube, das habe ich schon alles angeklickt, ne? Das hatten wir. Ne, blau, weiß, gelb natürlich, gelb ist doch klar wie Kloßbrühe, das kann ja. Das waren die Slots. Was hat man hier noch? Das mal, okay, das hat man gut, alles klar. Boah. Hier hinten, das haben wir auch schon gehabt, ne? Ja. Dann lasse ich jetzt mal hier auf der Rückseite oben, hätten wir ja noch hier diese roten Lampen, die nehme ich jetzt einfach mal mit. Was wurscht das? Im Interieur, was vielleicht ganz wichtig ist, ich sehe schon, ich glaube, das neue Kabinen-DLC ist nicht mit dabei, aber dafür, CB-Radiofunk ist gut, ist glaube ich dafür, schauen wir mal, das Mighty Griffin DLC kompatibel. Das ist doch schon mal was Feines, das ist doch schon mal gut. Hier haben wir einen Dash, dann stellen wir hier mal was hin. Lecker. Was Leckeres hier, so ein bisschen Zeug hinstellen. Das war alles für draußen. Ja, also alles ist nicht nee, ist eigentlich so gut wie nichts kompatibel. Ne? Sonst hätte man hier noch Kissen gehabt und so, was ich ganz cool finden würde. Aber man kann nicht alles haben. Ne? Aber ansonsten sieht das schon mal richtig gut aus. So, wir bestellen uns das mal alles hier. Das gefällt doch richtig. Außer oben halt die Lichtbox. Die ist noch nicht so der Hit. Die gefällt mir noch nicht. Wo ich aber doch dazu sagen muss, im LKW ist ein komplettes Template mit dabei. Also es ist wirklich ein Template mit dabei. Das heißt, ihr könnt, da sind dann die ganzen Paint-Varianten drin. Das heißt, ihr könnt es dann selber skinnen, euer eigenes Firmenlogo noch draufklatschen. Was dementsprechend richtig gut ist. Das gefällt doch. So. Den Laster haben wir. Aber was bringt uns der Laster? Richtig, wir brauchen noch den Hänger. Da ist er. Schwupp. Blub, da ist er. Schauen wir, ob der sogar passt. Oh, nee, ist nicht der ganz der gleiche. Muss man mal gucken, was man hier beim Hänger noch machen kann. Ne? Also auch hier den Zement wieder. Das finde ich toll, dass wir auch diese Varianten haben, die wir vorne am Ding haben. Das ist wieder richtig, richtig gut. Auch hier die alte Bude hier. Plane. Alles mit dabei. Ne? Guck mal hier. Ey, geile, geile, geile. Zwei Achsen. Voll mega, oder? Das sind die Skins dazu. Ach so, da musst du jetzt hier gucken, ne? Vogelskin. Ich muss jetzt hier fast das Rote machen, ne? Nee, muss ich nicht, ne? Kann ich auch grau lassen. Ah, ich lass grau. Was war das? So, was haben wir hier noch? Slots. Alter, echt jetzt? So, was mache ich denn hier? Aber sind schon Lampen dran, ne? Kann ich ja trotzdem noch Lampen mitbauen? Nee, ne? Jetzt muss ich mal schauen, ob hier noch was dabei ist. Warte mal. Orange, wie sieht das dann aus? Aber sind doch Lampen dran. Also, ich könnte hier noch Lampen anbauen, aber ich muss nicht. So, Red Light. Warte mal. Passen die überhaupt hin? Nee, ne? Die passen noch gar nicht hin. Nee, die passen noch gar nicht hin. Diese Lampen auch nicht. Also, nee, warte mal, Double Burner Red. Wie sieht's mit denen aus? Nee, die passen noch gar nicht hin. Die, also ist, okay, wir lassen mal die Slots außen vor, weil die passen jetzt hier nicht so ganz. Damit kann ich noch nicht so viel anfangen. Vielleicht sind die auch für einen anderen Auflieger gedacht. Denn damit kann ich noch nichts anfangen. Lasse ich jetzt aber mal. Ich lasse die Kiste jetzt einfach mal so. Ihr habt es ja gesehen, da gibt es noch diverse andere Aufbauten, die ihr dann hier nutzen könnt. Und da setze ich mal wieder auch dann irgendwo diese Slots dazu passen. Ich schätze mir eher beim Originalen. So. Wir wollen jetzt mal schauen. Wenn ich den Auflieger jetzt hier nutze, gucken wir doch mal, ob
und wie uns hier der Auftrag bzw. der Frachtmarkt uns zu Gute springt. Wir haben Salz, Limo, Honig, Mehl, Knoblauch, Äpfel, Mandeln, also alles, was man mit einer Plane fahren kann, und das ist doch schon mal gut. Wir haben Soundbot. Wenn wir einen Soundmod haben, dann müssen wir natürlich was Folgendes machen. Wir müssen natürlich bei einem Soundmod müssen wir natürlich hier die Schaltung umschalten. So, jetzt passt mal auf. So. Jetzt halt besser. Geil, oder? Scheibenwischertest. Das läuft. Super. Wie sieht es denn mit den Scheiben aus? Haben wir da die Möglichkeit, die Scheiben runterzumachen? Jawohl! Scheibe geht runter. Wie sieht es denn hier aus? Jawohl! Also auch Open Windows Ready. Die coole Sache. Schauen wir, ob der Trailer auch hinten mitlenkt. Das wird doch schwer hoffen. Ja. Alter, was für eine Kiste, ey. Mega, mega, mega. Da kriegst du Bock. Aber so richtig Bock. Geiler Hobel, echt wahr. Kommen wir zum Lichttest. So, was natürlich ganz cool ist, hier vorne in der Scheibe, das gibt es ja in diversen Farben, das finde ich ganz cool, dieses Gunner, diesen Griffin hier in Rot, gibt es auch in verschiedenen Farben, nicht gut. Standlicht. So. Alter, aber hier stimmt, glaube ich, was mit irgendeiner Farbe nicht, weil es so rot ausleuchtet. Das gucke ich mir aber gleich noch an. Ich schätze mal, es wird Interieurlicht sein. Ja. Ja, es ist Interieurlicht. Pass auf, wir machen Folgendes. Da hat der Autor wahrscheinlich vergessen, das Interieurlicht zu bearbeiten. Das heißt, wir gehen jetzt hierher. Wir machen jetzt hier oben das Interieurlicht weg. Jetzt gehen wir nochmal raus. Machen wir hier nochmal das Licht richtig an. Und dann zeige ich euch, dass das normalerweise passen muss. So, jetzt passt mal auf. So, also nochmal Lichttest. Ja, Standlicht, Abblendlicht, Fernlicht. Also das passt jetzt wieder. Ich lag am Interieurlicht. Also Interieurlicht bitte nicht nutzen. Dankeschön. So, dann haben wir jetzt hier nochmal die ganzen Lampen, Slots, alles was dazugehört, ist hier mit am Start. Auch alles leuchtet hier, ne, wie es leuchten soll. Hinten am Hänger, glaube ich, sieht es auch soweit gut aus. Ja, das ist dann da. Bremse, Rückwärtsgang, Blinker, alles funktioniert hier. Super. Außer unten haben wir so ein kleines Problem unten bei den Scheinwerfern unten. Das sollte eigentlich nicht mitleuchten. Aber das, glaube ich, ist jetzt nicht das Problem. Warte mal. Nee. Ah, na, beim Linken, wenn ich links blinke, ist es. Wenn ich rechts blinke, ist es nichts. Sehr kurios. Wer weiß, was da faul ist. Müsste man vielleicht nochmal nachgucken. Aber ansonsten sieht es hier alles sehr gepflegt aus. Ne? Kann man echt nicht meckern. Das leuchtet schön rot hier. Hier oben leuchtet alles schön aus. Tolle Sache. Läuft doch, würde ich jetzt mal sagen. Oh. Abgesoffen. Bei so wenig PS muss man da ein bisschen gucken, ne? Sonst sauft er ab, wenn man selber schaltet. Ah, sieht schon geil aus, ne? Geiler Hobel. Alter Verwalter. Guckt euch dieses Geschoss an. So, jetzt versuchen wir mal hier auf die Bahn zu kommen. Darf ich? Ja, ne? Alter, ja, ey. Lass mich doch rauf, du Ochse. Oh, ey, das ist also bei. Wir gucken uns jetzt noch kurz die Geschwindigkeit an. Das finde ich auch immer ein sehr starkes Thema. Aber ich muss hier erstmal gucken, ob ich hier überhaupt meine Gänge schalten kann. Und dann kommen wir kurz zum Fazit. Wir fahren jetzt gerade nicht ganz. Ja, doch, passt. Wir fahren gleich 60. Nee, warte mal. 50. Ja, der Tacho, glaube ich, könnte nicht ganz stimmen.
versuche ich mal ein bisschen hochzuziehen hier die Bude. Weil ich fahre jetzt eigentlich. Oh, es war zu schnell geschaltet. So, jetzt. Wir fahren jetzt 60. Ja, da gehen ungefähr 2 km ab. Aber nicht ganz so schlimm. Ist vertretbar. Also, was kann ich zum Fazit sagen? Geiler LKW, ihr habt so viele Anbauparts, das ist mega. Ihr habt 2 verschiedene Lastungsvarianten, auch mit BDF, was ich ganz cool finde, denn ihr habt verschiedene Aufbauten, die richtig, richtig gut sind. Vor allem vom Trailer und sowie vom Chassis an sich, vorne vom Fahrerhaus, also vom LKW an sich. Ne? Und Trailer, das passt, super. Es gibt aber auch kleine Fehler, das ist das Interieurlicht, was jetzt hier noch nicht überarbeitet worden ist. Finde ich jetzt noch nicht ganz so schlimm, aber es ist mit dabei, ne, der kleine Fehler. Und die Lichtbox oben, die ist schwarz. Das heißt, die muss noch angepasst werden, weil wenn das Licht aus ist, dann ist die schwarz. Das müsste normalerweise ganz normal Standardlicht. Kann man aber ändern, wer es kann. Ja, ansonsten richtig guter Mod. Soundmod ist mit dabei. Für mich ein absolut cooler Mod. Macht echt Laune, damit rumzufahren. So ein alter Hobel hier mal wieder. Klasse Geschichte. Falls ihr noch Fragen habt zu dem LKW, dann dürft ihr es gerne machen. Einfach kommentieren, entweder hier oder im SDS-Forum. Link dazu in der Beschreibung. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da. Abo für den Kanal, nicht vergessen die Glocke drücken. Und dann wünsche ich viel Spaß mit dem alten Scanner hier. In diesem Sinne, allzu gute Fahrt, macht's gut, bis bald und tschüss.